Mitte November und wie ein jeder Küstenfischer wissen sollte, herrscht momentan Meerforellenschonzeit, sowohl in Deutschland wie auch in Dänemark. Was das nun für den Fang eurer Meerforelle bedeutet und welche Informationen ihr im Hinterkopf behalten solltet, wenn ihr an der Küste unterwegs seid, das wird euch Mathis in diesem Video näher erläutern. Wichtig ist, dass es in den verschiedenen Bundesländern in Deutschland auch ganz unterschiedliche Regularien für den Fang eurer Meerforelle gibt. Da sollten sich gerade diejenigen von euch, die im Inland fischen, nochmal ganz separat informieren. In diesem Video gibt es Informationen über die küstenangrenzenden Bundesländer Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sowie über das angrenzende Dänemark. Solltet ihr nun in ein anderes Land, in einen Angelurlaub fahren, dann gilt natürlich auch hier, dass ihr euch vor dem Angeln Informationen einholt über euren Zielfisch, zum Beispiel die Meerforelle, über Schonzeiten, über Schonmaße. Das ist natürlich irgendwo selbstredend. Wir hoffen also, dass euch dieses Video jetzt mit auserwählten Fotos und wohl recherchierten Informationen in Zukunft weiterhilft, euch am Wasser zurechtzufinden, zu wissen, welchen Fisch ihr guten Gewissens mit nach Hause nehmen dürft und welchen ihr vielleicht besser schonen und schnell in sein Element zurückentlasst. Viel Spaß dabei und Petri Heil! In diesem Video befassen wir uns mit einem sehr umfangreichen Thema, trotzdem möchte ich es möglichst einfach und kurz halten, damit die wichtigsten Informationen nicht untergehen und alles verständlich bleibt. Hier seht ihr einige Bilder von silberblanken Meerforellen mit losen Schuppen. Diese Fische dürft ihr nach dem aktuellen Gesetzesstand in Schleswig-Holstein und Dänemark das ganze Jahr über ab 40 cm Länge entnehmen. In Mecklenburg-Vorpommern dürft ihr innerhalb der Schonzeit gar keine Meerforellen entnehmen und das Mindestmaß ist 5 cm höher, nämlich 45 cm. Die Definition silbrige Fische mit losen Schuppen ist ausschlaggebend im Gesetz und wird auf diesem Bild eindeutig erfüllt. Der Fisch ist offensichtlich silbrig und hat einige lose Schuppen. Lose Schuppen erkennt ihr gut daran, dass sie schon beim Landen, Keschern oder Anfassen der Forelle mehrere Schuppen lösen. Diese Kriterien sollen dafür sorgen, dass man nur Fische entnimmt, die nicht am Laichgeschäft in diesem Jahr teilnehmen. Hier noch ein Bild von silberblanken Meerforellen mit losen Schuppen. Wie auch im ersten Bild handelt es sich hier um sogenannte Grönländer. Grönländer waren noch nicht in ihrem Heimatfluss zum Laichen und die erste Teilnahme steht ihnen noch bevor. Man findet sie in Größen bis knapp 50 cm. Die Fische sind eher sportlich schlank und für ihre Größe agil und kampfstark. Die Flossen sind intakt und natürlich, wie bereits mehrfach erwähnt, mit silbrigem Schuppenkleid und relativ losen Schuppen. Außerdem laut Gesetzeslage geeignet zur Entnahme sind die sogenannten Überspringer, Forellen, die in diesem Jahr den Laichprozess aussetzen. Sie sind ebenfalls durchweg silbrig und haben insgesamt oft ein relativ festes Schuppenkleid mit wenig losen Schuppen. Es sind in der Regel kräftige Fische in sehr guter Kondition mit heilen Flossen. Auf diesem Bild seht ihr einen klassischen Überspringer von Arne gefangen. Hier nun einige deutlich angefärbte Meerforellen. Auf diesen Bildern ist die braune Färbung sehr deutlich zu erkennen. Die Färbung ist nicht immer exakt braun, sondern manchmal auch gelblich oder golden. Nun weitere Bilder, wo man die Färbung nicht mehr ganz so deutlich sieht. Zum Abschluss noch zwei Bilder, wo man die Färbung wirklich nur noch ganz dezent erkennt. Fische im Laichkleid ziehen die Flüsse hinauf, um zu laichen. Selbst wenn sie nur ganz dezent angefärbt sind, müssen sie in der Schonzeit ausnahmslos zurückgesetzt werden. Fangt ihr deutlich außerhalb der Schonzeit dezent angebräunte Fische, zum Beispiel im Hochsommer, handelt es sich auch oft um eine natürliche Färbung der Fische, die nichts mit dem Laichprozess zu tun hat. Etwas schwieriger zu erkennen sind die Absteiger, Fische, die nach dem Laichen zurück ins Meer ziehen. Während der Schonzeit können diese Fische nämlich durchaus lose Schuppen haben und auch keine starke Färbung mehr aufweisen. Auf dem Bild kann man allerdings deutlich erkennen, dass der Fisch sehr mitgenommen ist. Die Flossen sind kaputt, insgesamt ist der Körper ziemlich schlank und der Bauch eingefallen. Erkennt man diese Merkmale an einem Fisch, muss man genauer hinschauen und wird fast immer auch noch eine dezente Färbung irgendwo erkennen.
oft auch nur an Stellen, wo sich die Schuppen gelöst haben. Auf diesem Bild sieht man die Färbung im Bereich zur Schwanzflosse hin. Auch dieser Fisch muss dementsprechend schonend in sein Element entlassen werden. Folgende Merkmale solltet ihr also immer überprüfen, wenn ihr in der Schonzeit eine Meerforelle fangt und sie entnehmen wollt. Ist der Fisch komplett silberblank und nicht angefärbt? Hat der Fisch lose Schuppen? Ist der Fisch in guter Kondition? Sind die Flossen vom Fisch intakt? Die Entscheidung, ob ihr einen Fisch in der Schonzeit entnehmen dürft, ist also eigentlich sehr einfach. Sobald ihr nur den geringsten Zweifel habt, setzt ihn einfach zurück. Dann seid ihr immer auf der sicheren Seite, denn der Fisch muss zu 100% die Kriterien erfüllen. Auch wenn er, wie auf diesem Bild, nur ganz leicht angefärbt ist, gehört er während der Schonzeit definitiv zurück ins Wasser. So, nun seid ihr gesetzlich auf der sicheren Seite, aber der Werdegang eines Meerforellenanglers endet hier natürlich nicht. Hat man erst einmal ein paar Meerforellen gefangen, wird man nämlich merken, dass Absteiger auch außerhalb der Schonzeit zurückgesetzt werden sollten und Fische generell in schlechter Kondition zum Verzehren nicht sonderlich gut geeignet sind. Auch das Mindestmaß von 40 cm ist recht gering, gerade bei schlanken Fischen. Dort kann man durchaus für die Natur und das eigene Karma ein paar Zentimeter draufschlagen und mehr Fische aus der Hand rutschen lassen. Natürlich ist das Ganze ein Lernprozess und niemand wird euch böse sein, wenn ihr eure erste Meerforelle entnehmt und die nur 40 cm hat. Aber angelt einfach möglichst bewusst im Einklang mit der Natur. Vergesst nicht, euch über die Schutzzone in eurer Angelregion zu informieren und verwendet für eure Blinker und Wobbler am besten Einzelhaken. Das war's soweit. Die aktuellen Schonzeiten und Mindestmaße packe ich euch nochmal in die Videobeschreibung. Wenn ihr noch Fragen habt, dann kommentiert einfach das Video. Und um immer unsere neuesten Videos zu sehen, könnt ihr einfach unseren Kanal abonnieren, wenn ihr wollt. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der Meerforellenjagd und bin mir sicher, ihr werdet für euch einen gerechten Weg finden, der den Fischen zusätzlich zu unseren Gesetzen den Respekt und Schutz verschafft, den sie verdienen. Petri Heil.